Hello, bisschen anderes Setting heute. Ich bin auf Helgoland unterwegs. Man sieht es gerade nicht im Hintergrund, aber ich habe mich mal gewagt und bin einfach mal aufgebrochen auf diese deutsche Insel und habe mir gedacht, okay, gibt es hier irgendwas Geiles, was Spannendes? Und tatsächlich, hier gibt es Kegelrobben. Kegelrobben sind Tiere, die ich schon immer mal sehen wollte. Und ich bin gespannt, ob wir es heute schaffen, die zu sehen. Wir haben nur 4 Stunden vor Ort. Wird crazy. Wir haben mit der Einheimischen vorhin gesprochen und sie meinte, dass dieses Jahr tatsächlich schon verfrüht die ersten Baby-Kegelrobben gesichtet wurden, was absolut früh ist, viel zu früh. Normalerweise geht es erst im Winter richtig los. Ich bin extrem hyped darauf, zu sehen, ob es jetzt wirklich passiert und ich das erste Mal in meinem Leben eine Kegelrobbe sehe oder nicht. Ich bin guter Dinge, dass wir zumindest eine Chance haben. Das würde mich ultra freuen, wirklich. So schöne Tiere. Im Gespräch vorhin mit einer Einheimischen habe ich übrigens erfahren, was es mit den Farben von Helgoland auf sich hat. Grün ist das Land, rot ist die Kante und weiß ist der Sand. Das da unten ist jetzt kein Sand, das ist, keine Ahnung, Beton. Aber ihr versteht, was ich meine. Das ist so crazy, was man in nur 3,5 Stunden Fernfahrt von Hamburg aus noch so alles erleben kann. Ich hätte es niemals gedacht, ich habe es komplett unterschätzt. Aber ich dachte, das ist hier ultra langweilig. Aber tatsächlich stellt sich heraus, man kann hier noch einiges erlernen und sehen und oh, es ist geil, wirklich. Kein einziges bisschen Müll. Es ist so schön. Genau so muss es eigentlich sein, ne? Ja. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum höchsten Punkt Helgolands. Das sind irgendwie 62 Meter oder so. Landschaft ist wirklich, wirklich, wirklich atemberaubend. Also, es ist verrückt. Aber hier in Deutschland ist es irgendwie wie so eine, also im Vergleich zum Festland ist es wie eine eigene Welt. Was die Vegetation angeht, irgendwie anders, irgendwie doch gleich. Es ist echt, selbst für jemanden wie mich, der gar keinen Bock hat auf dieses deutsche Gefilde und auf diese deutsche Kälte, ist es wirklich echt interessant. Diese Häuser, ne? Ey, wenn du irgendwo in der Stadt bist, in Heidelberg oder so, und du färbst dein Haus so, kommt das Amt vorbei und sagt, nö, mach aber nicht. Zu jeder halben und vollen Stunde fährt eine Fähre vom Festland, beziehungsweise Festland, Helgoland Festland, I mean, bis zur Insel dorthin. Und dort ist tatsächlich die Chance relativ hoch, auf Robben zu treffen. Für 6 Euro kommt man jetzt auf die Fähre. Und von der Fähre aus, beziehungsweise von der Dünenfähre aus, kommen wir später auf diese Insel dort. So, erfolgreich auf der Düneninsel angekommen. Jetzt heißt es Robben suchen. Wir haben schon erfahren, dass dort hinten die Robben zu sein scheinen. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, wir werden es zusammen herausfinden müssen. Ich habe aber extrem Bock. Ich will eine Kegelrobbe sehen. Kurze Werbeunterbrechung. Y-Food ist der Sponsor des heutigen Videos. Y-Food ist eine vollwertige und ausgewogene Trinkmahlzeit, die mich seit Monaten im Alltag begleitet. Egal ob bei der Arbeit, bei der Uni oder auf Reisen, Y-Food ist meine Wahl, wenn es darum geht, eine schnelle und leckere Trinkmahlzeit für zwischendurch zu haben. Meine Lieblingssorten sind ganz klar Classic Schoko und Cold Brew Coffee. Es gibt aber ein riesiges Sortiment, es ist also für jeden Geschmack was Passendes dabei. Mit dem Gutscheincode JORISYouTube spart ihr bei eurem nächsten Einkauf und unterstützt dabei mich und meine Projekte. Ich würde sagen, weiter geht's mit dem Video. Helgoland ist besonders beliebt bei Ornithologen, das heißt bei Leuten, die sich für Vögel interessieren. Ja, das liegt nicht alleinig daran, dass es hier Vogelarten bzw. Wasservogelarten gibt, die es sonst in Deutschland nirgendwo vorzufinden gibt, sondern auch daran, dass hier einige Zugvögel auf ihrer Durchreise immer wieder Rast machen. Und das sind teilweise unglaublich interessante Arten. Deswegen, ja, ist besonders für Ornithologen dieser Platz hier eine Goldgrube. In diesen Dünen nisten einige Vogelarten. Deswegen darf man die Grünflächen nicht betreten und man sollte auf den vorgegebenen Wegen bleiben. Da halte ich mich natürlich dran, denn wir wollen mit gutem Vorbild vorangehen. Wir bleiben also auf den Wegen, beobachten die Tiere aus 30 Meter Distanz. Ja, aber ich denke, es wird trotzdem ein paar coole Aufnahmen geben, hoffe ich zumindest.
Okay, entlang dieser Küste sollten jetzt eigentlich Kegelrobben sein, aber der Weg ist gesperrt von März bis Oktober und wir haben noch nicht Oktober. Das heißt, die Kegelrobben, hoffentlich sind sie auf der anderen Seite, weil hier haben wir jetzt erstmal keine Möglichkeit näher ranzukommen und ich sehe auch in der Distanz dort hinten absolut gar nichts. Ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob wir heute noch Kegelrobben sehen werden. Aber die Chancen stehen gut. Das Wetter ist bescheiden, leider Gottes. Es ist kalt, es ist regnerisch. Das heißt, diese gesamte Wanderung hier gerade findet unter für mich erschwerten Bedingungen statt, denn diese Kälte, die kann ich einfach nicht ab. Aber es geht jetzt in die richtige Richtung. Mal schauen, ob wir die Kegelrobben jetzt doch noch zu Gesicht bekommen. Es ist nicht mehr viel Zeit. Und wir haben, glaube ich, noch so eine halbe Stunde hier. Und wir haben gerade von anderen Touristen gesagt bekommen, dass dort hinten irgendwo zwei Gruppen sein sollen von Kegelrobben. Jetzt müssen wir also tatsächlich hinrennen. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Da war's. Im Wasser. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt ganz langsam und vorsichtig sein. Dort hinten sind die nächsten Kegelrobben. Dort hinten liegen sie. Ich switche jetzt zum iPhone und werde versuchen, damit noch die eine oder andere Aufnahme zu machen. Schade, dass ich die Kamera verloren habe. Das sind tatsächlich keine Kegelrobben, das sind anscheinend Seehunde. So unglaublich schön, wie sie da einfach dran liegen. Es ist so knuffig. Sie möchte man einfach nur knuddeln. So putzig. Das sind, glaube ich, drei Tiere. Ja. So cute. Und dort hinten, nicht weit weg, sind noch einige mehr. Ich wollte sie schon immer mal in der Natur sehen und jetzt einfach auf Helgoland. Verrückt. Also, es gibt hier Kegelrobben und Seehunde. Anhand der Farbe würde ich mal schätzen, dass sie alles tatsächlich Kegelrobben sind. Aber ich bin halt absolut kein Profi, ne? Das kleine Baby hier. Es ist so putzig. Es ist so putzig. Wie es einfach nur da liegt. Und grinst. Oh, das ist so süß. Ja. Es ist so putzig. Die Tiere so in der freien Natur zu erleben, das schüttet irgendwie so viele Glücksgefühle aus. Und man sieht die Tiere, wie sie frei umherschwimmen. Und ja, es sind solche grazilen Tiere. Ich habe die natürlich schon im Zoo gesehen, vor Jahren. Aber ich muss sagen, hier in der Natur sehen sie einfach ganz anders aus. Und man muss jetzt nicht in die Tropen reisen, um sowas zu erleben. Sondern wir sind hier von der Fähre von Hamburg aus losgefahren. Hier am Strand liegen auch überall so richtig markante Steine. Das könnten Feuersteine sein. Helgoland hat anscheinend einige davon, auch einen speziellen Helgoland-Feuerstein. Und die sehen normalerweise genau so aus. Vorher noch nie einen Feuerstein gesehen. Aber das könnte wirklich einer sein. Aus dem wurden früher Werkzeuge gemacht. Feuer kann man anscheinend irgendwie machen, indem man zwei aneinander schlägt. Muss ich mal testen. Es ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Die Robben und vielleicht auch Seehunde, ich bin da absolut kein Experte, wirklich mal in der Natur zu sehen. Ich habe sie als kleines Kind oder Robben im Allgemeinen natürlich auch mal im Zoo gesehen, aber ich sag's wie es ist, das fühlt sich zum einen nicht richtig an und zum anderen ist es kein Erlebnis, aber wirklich hier zu sein. Man muss nicht in die Tropen fliegen, man muss nicht 12 Stunden im Flugzeug sitzen oder ewig lange Fahrten auf sich nehmen. Man kann auch einfach mal nach Helgoland und man erlebt sowas Schönes. Das ist meiner Meinung nach absolut sehenswert und sollte man unbedingt mal gemacht haben. Denn hier ist eine ganz andere Welt, man erlebt was und wie gesagt, man muss dafür nicht ewig weit reisen. Und das finde ich echt atemberaubend gerade. Und ihr merkt, ich bin echt glücklich, weil es ist einfach so cool hier. Es ist so cool und ich bin echt gar kein Fan von diesen niedrigen Temperaturen und diesen düsteren, mag ich gar nicht. Aber selbst mir gefällt es hier gerade echt ultra gut und ich habe noch nicht mal großes Interesse an Vögeln. Das heißt, für jemanden, der sich irgendwie für Vögel und sowas begeistern kann, ist das hier ein Paradies. Das ist wirklich crazy. Auf der gesamten Insel sind auch
diese kleinen Kästen verteilt, in die man Müll schmeißen kann. Finde ich eine unglaublich geile Idee. So kann jeder Besucher ein bisschen was reinwerfen. Wir haben auch schon ein bisschen was reingeworfen. Es ist einfach eine coole Möglichkeit, die Natur ein bisschen zu entlasten und was Gutes zu tun, ohne viel Aufwand zu betreiben. Genau sowas ist halt unglaublich hässlich. Also, ab damit in die Kiste und eine kleine gute Tat für heute gemacht. Fühlt sich gut an, kann jeder machen. Was haben wir denn da? Was ist denn hier? Ist das ein Hase? Eckernickel? Servus. Und tschüss. Das war der Osterhase. Es ist ultra stressig gerade, denn vor ungefähr 4 Minuten bin ich dort erst wieder angekommen. Oder vor 2 Minuten besser gesagt. Und ich muss jetzt innerhalb von 5 Minuten zurück an der Hauptfähre sein, um rechtzeitig ans Festland zu kommen. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen hektisch, aber ich bin guter Dinge, dass ich das schaffe. Die Architektur hier ist wirklich crazy. Die ist irgendwie einmalig, die hat so was Nordisches. Ist irgendwie, habe ich so noch nie gesehen. Das ist wirklich krass. Schaut euch mal an. Diese Backsteinhäuser sind so das Normale, aber irgendwie so ein bisschen farblich. Hinten alles grün, hinten war alles blau und rot. Ist wirklich geil. Warum muss es immer so stressig sein? So, hinter mir geht gerade die Sonne unter. Der Tag geht langsam zu Ende. Es war ein unglaublich geiler und lehrreicher Tag. Ich bin so dankbar dafür, dass man sowas quasi einfach innerhalb von wenigen Stunden erreichen kann. Und es ist einfach schön. Es war wirklich ein ultra cooler Tag. Ich habe viele Dinge gesehen, die ich schon immer sehen wollte. Und an sich, es hat alles super geklappt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, dass so ein Kontrastprogramm auch mal interessant sein kann. Und ja, abonniert den Kanal gerne, lasst eine Bewertung da. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen.